Schon wieder Bananen, da vorne Papaya, meine hübsche Stella. So, Freunde, Workout finished. Boah, auf jeden Fall super anstrengend gewesen, hier die ganzen Stufen hoch und runter zu laufen. Haben drei Turns gemacht, einen kleinen Run und noch ein kleines Workout hingelegt mit Körpereigengewicht. Und tat auf jeden Fall gut. Bisschen was für die Sportlichkeit wieder zu tun, wenn man on the road ist. Meistens kommen wir nicht dazu, weil wir immer die besten Spots abhaken wollen, die besten Restaurants. Und das macht sich natürlich auch bemerkbar ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wir geben Gas. Und jetzt habe ich uns ein schönes Restaurant bzw. Café rausgesucht, so eine Surferbar. Mal schauen, was die uns dort servieren können. Und ja, wir sehen uns dann gleich dort. Schau mal hier. Wein bzw. Weintrauben überall. Hier auch. Sieht echt heftig aus, schön. Wenn ihr das nächste Video sehen wollt, dann klickt gerne den ersten Link unten in der Beschreibung an. Der verleitet euch weiter nach Watch Better. Ist so eine Online-Plattform, ihr müsst euch nicht anmelden, kein Bezahlprogramm, kein gar nichts. Einfach nur anschauen, klicken und richtig durchsuchten. Denn meine Madeira-Videos werden so eine Woche vorab exklusiv auf Watch Better ausgestrahlt. Sind der Sponsor des heutigen Videos. Vielen lieben Dank dafür. Und ich habe mit denen so einen kleinen Deal am Laufen. Denn Watch Better setze ich so ein bisschen nachhaltig ein. Das heißt, für jede 2000ste gesehene Minute wird ein Baum gepflanzt. Und ich habe gesagt, wir schaffen mindestens die 10.000 Views und momentan sind wir bei 159. Deswegen klickt auf jeden Fall unten in die Beschreibung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß weiterhin mit dem Video. Juhu. So, Freunde, wir sind jetzt gerade hier in einem richtig schönen Surfer-Schuppen und Stella hat sich ein Avocado-Toast geholt mit Scrambled Eggs. Also mit leckerem Rührei, da kommt unser Coffee. Thank you so much. Und ich habe mir noch eine Acai Bowl bestellt. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Und preislich muss ich auch sagen, ziemlich in Ordnung. Und es ist viel Zimt hier drauf. Ich liebe Zimt. Richtig. Und vor allem auch das Interieur sieht richtig schön aus hier. Wir hatten gerade ein richtig geiles Frühstück, aber eine Sache muss ich heute noch machen. Und zwar habe ich ja unsere Sticker im Shop. Jardim Nomar ist so ein Surferörtchen und deswegen gibt es hier auch ganz, ganz viele Sticker an dem schönen Ortsschild und einer darf nicht fehlen und zwar dieser hier, Getaway Club Sticker, gibt es bei uns im Shop, deswegen packen wir den hier mal dran, wo? Am besten hier, zack. Und wenn ihr hier am Ortsschild vorbeifahrt nach Jardim Nomar, macht gerne eine Insta-Story, taggt uns, see you. So, Freunde, wir sind am nächsten Stopp angekommen und zwar sind wir gerade in Porto Moniz und wie ihr sehen könnt, sind hinter uns ganz, ganz viele schöne Felsen im Wasser und die haben sich die zum Gunste gemacht und haben hier natürliche Pools hingemauert bzw. die so ein bisschen ummauert und daraus so eine Art Badeparadies gemacht und da gehen wir jetzt hin. Sieht echt fantastisch aus und wie krass das Wasser einfach ist. Man merkt so richtig die Gewalt des Wassers, ja, als wäre hier Poseidon selber am Start. Angekommen an den Naturpools und ey, ohne Spaß, was eine Kulisse. Eintritt kostet hier nur 3 Euro und es lohnt sich alle Male hier mal herzukommen. Gerade glaube ich bei Sonnenuntergang wird es richtig, richtig episch, weil man ist umgeben von so einer rauen Natur, so krank hohe Wellen. Ich muss euch das gleich mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das so rüberbringen kann. Aber das ist übertrieben heftig und man liegt hier einfach in den Pools. Die sind so ein bisschen geschützt zugemauert und die Experience ist richtig schön. Wir wünschen euch erstmal schöne Aufnahmen. We'll be right back.
Wir haben so ein bisschen Hunger, deswegen gehen wir jetzt noch in ein kleines Restaurant. Ich habe nämlich gestern in einem Supermarkt eingekauft, beziehungsweise hier in so einem kleinen Kiosk. Ja, und da habe ich zwei so Local Boys getroffen, die meinten so, ey, muss unbedingt hier runter und so ein paar Muscheln probieren, die hier so eine Spezialität sind, die hier überall an der Küste, gerade hier in Jardin de Mar, wachsen. Und das machen wir jetzt. Ich würde sagen, wir gehen hoch, oder? Wurde mir gefragt, ob Madeira ähnlich ist wie Hawaii. Was würdest du sagen, Schatz? Ja, ich finde schon, dass das auf jeden Fall was von Hawaii hat. Allein wegen des Wetters und wie schön sind auch die Blumen und die ganzen Pflanzen hier. Also dieses Sattgrüne schon. Ich finde vegetationstechnisch definitiv, landschaftlich auch. Allerdings fehlt hier eine Sache und zwar sind das Sandstrände, die ihr auf Hawaii auf jeden Fall ganz, ganz viele habt. Und hier sind eher so kieselige Strände. Wir werden aber morgen richtig schönen Sandstrand noch erkunden. Den zeigen wir euch dann. Aber ja, ich würde sagen, es hat Ähnlichkeit mit Hawaii nicht ganz. Aber es ist auf jeden Fall super wunderschön und auch eine tropische, schöne Insel. Unser Essen bekommen und zwar haben wir uns bestellt gegrillten Calamaris und hier sind freche Muscheln. Ich weiß nicht, wie die heißen auf Deutsch. Nennt sich Lapas hier, ist so eine Spezialität, die wachsen ja auch überall am Meer. Und Stella hat sich eine Riesenportion Gulasch hier bestellt. Du wolltest das essen? Okay, bitteschön. Nein, auf jeden Fall sieht das super geil aus. Restaurant ist eine richtige Geheimempfehlung hier im Dorf, weil Jardin de Mar steuert man jetzt nicht so unbedingt an, aber richtig traumhaft, schöner Ausblick und die haben sehr, sehr geiles Seafood, wie man hier sieht. So, und ich probiere jetzt hier mal die Lapas. Sehen ein bisschen aus wie Miesmuscheln und sind gegrillt. Ein bisschen Zitrone drüber, Butter und Knoblauch. Geil, habe ich so noch nie gegessen. Wirklich wie gegrillte Miesmuscheln von uns. Und ist hier auf Madeira so eine Spezialität, die man unbedingt probiert haben muss. Okay, wow, Leute. Ich bin so voll, ich brauche, glaube ich, einen Schnaps. Stella ist ja absolut gar kein Seafood-Lover. Also das stimmt jetzt nicht, ich mag kein Fleisch. Aber Fisch und auch nicht. Keine Muscheln und keine Calamaris. Also ich bin rund, ich Ich bin so fertig, Leute, ich komme gar nicht mehr. Aber ich dachte, Stella isst wenigstens ein bisschen was mit. Aber ich muss sagen, für alle Seafood-Lover, sehr, sehr geiles Restaurant. Direkt hier in Jardin de Mar, direkt an der Strandpromenade, mit Blick aufs Meer und vor allem, ich muss sagen, Seafood-technisch sehr, 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 sehr geile Qualität. Perfekt gewürzt vom Fleisch oder den Sandwiches will ich vielleicht abraten. Das ist eher so ein Fastfood. Aber boah, Leute, Seafood-technisch mega gut. Und wir fahren jetzt zum nächsten Spot. Freunde, eine weitere krasse Aussicht, die ich euch unbedingt empfehlen muss, wenn ihr hier auf Madeira seid, ist Pico do Arieiro, einer der höchsten Punkte hier auf der Insel. Und schaut mal an, wie geil diese Wolkendecke hier hängt. Man kann so weit schauen, allerdings sieht man gar nicht hier den Hafen oder Funchal und es sieht einfach nur traumhaft aus. Gerade morgens zum Sonnenaufgang solltet ihr mal hier hinkommen, falls ihr Bock habt, früh aufzustehen. Es ist einfach nur atemberaubend und es sieht so ein bisschen aus wie die Napali Coast in Hawaii. Jetzt weiß ich auch, woher der Vergleich kommt, dass Madeira so das Hawaii Europas ist. Es sieht einfach nur traumhaft aus und ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Eindrücke. Es ist wirklich atemberaubend. Eine kleine Unterbrechung und zwar, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt zu Madeira, es ist wirklich eine wunderschöne Insel, dann checkt meinen Travel Guide gerne aus, da habe ich euch eine ganze Zusammenfassung in einem Buch verpackt. Ihr könnt es einmal als E-Book kaufen und einmal als Printversion und dann findet ihr noch mal richtig geile Restaurant-Tipps, die ich hier in meinen Videos noch nicht gezeigt habe, plus ihr kriegt noch eine richtig geile Liste an Unterkünften, Apartments mit richtig schönen Pools, die man sich wirklich leisten kann. Also checkt es gerne aus und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. So Leute, letztens hatten wir eine Kuhherde auf der Straße, als wir durch die Berge von Madeira gefahren sind zum Fanal Forest. Jetzt sind es Schafe.
Auf jeden Fall solltet ihr aufpassen, falls, wenn ihr Auto fahrt durch die Berge, es kann euch immer irgendwie eine Schafherde oder eine Kuhherde entgegenkommen. Es ist einfach nur episch. Richtig cool. Na, magst du es? So, Friends, wir sind jetzt gerade hier in unserem schönen kleinen Laden. Saude! Cheers! Und hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Plus, man kann sich noch einen Schnaps abholen, mit den Locals eintrinken. Love it! Muy importante. Saude. Okay. Poco de dinero y amor. Y amor. Okay, y amor. Muy importante. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Morgen stehen wir ganz früh auf, werden den Sonnenaufgang in Seychelles erkunden. Und es wird, glaube ich, wieder eine epische Episode. Wir werden ganz, ganz viele Sachen erkunden. Wir haben ganz viele Stops geplant. Deswegen wird morgen auf jeden Fall ein Explorer Day. Passend zu unserem neuen Shirt, was wir gelauncht haben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr die nächste Episode nicht verpassen wollt. Und wir genießen jetzt den Sonnenuntergang. Haut da rein. Bis zum nächsten Video. Adios.